plötzlich Abend. Morgens und abends werden bei uns die Tiere versorgt, Stall sauber gemacht, gefüttert, gemolken. Da stehen schon alle voller Erwartung. Sind schon von der Weide heimgekommen, haben mich gehört, dass ich komme. Und dann sind sie gleich alle gekommen. Ja, Rosalie, mach ruhig die Türe auf. Mach mir die Türe auf, Rosalie, komm. Mach die Türe auf. Dankeschön. So. Hallo, Mira, bleibst du draußen? Ich darf dir heute auch mit reinkommen. Also gut, dann komm du auch mit rein. So, jetzt wird erstmal sauber gemacht hier. Die Tiere lieben einen sauberen Stall. Kein Tier lebt gerne in seinem eigenen Mist. Deswegen machen wir unseren Stall auch wirklich richtig schön sauber, Gerhard. Komm, steh nicht im Weg rum. Jetzt machen wir dann den Esel sauber. Ich sag immer, eigentlich muss man einen Stall auch in Hausschuhen betreten können. Deswegen ist es auch für uns schön, wenn der Stall sauber ist. Und ja, das haben wir ja schon gesehen bei unserem Thema, das Wunder der lebendigen Erde. Rosalie, bleib draußen. Zurück. 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 Oh, schön warten, bis ich fertig bin. Unser Mist, das ist ja unser kostbares Gold. Bleib schön draußen, Rosalie. Die Ziege wird bei uns angebunden, unsere liebe Momo. Es ist einfach so ein starkes Tier und die Schafe würden nichts zu fressen kriegen, wenn die Momo hier dafür sorgen würde, dass sie alleine am Fressgitter ist. Gell? Deswegen darfst du hier in deinem Plätzle fressen. Hm? Ja, meine Gute. Hm? Noch ein bisschen hoch, das Nachtlager. Wir haben das große Glück, dass wir von einem Biolandbetrieb in der Nachbarschaft gutes Haferstroh bekommen. Haferstroh ist auch lecker, das kann man auch fressen. Es wird auch gern gefressen. Und die Tiere, die liegen einfach nachts auch gerne auf frischem Stroh. Und die Esel, die kriegen noch ein bisschen Stroh zum Fressen. Esel fressen alles. Esel sind unglaublich dankbare Futterverwerter. So, und jetzt gibt es noch Heu. Die Ernte vom Sommer. Für den Winter. Gut,
Treibchen sitzen. Gut, und dann schauen wir mal. Wir melken ja auch unsere Tiere. Wir haben Milchschafe, die wir melken. Aber unsere Schafe, die stehen jetzt trocken. Die werden seit gestern tatsächlich nicht mehr gemolken. Bevor die Tiere Junge kriegen, stellt man sie trocken, damit sie die ganze Energie für ihre Jungen haben. Ja, und die Momo, unsere Turbo-Ziege, die hat seit 2017 keine Junge bekommen und die schenkt uns seit 2017 morgens und abends ihre köstliche Milch. Man muss die Tiere nicht jedes Jahr decken. Gerade bei Ziegen ist das eigentlich ganz wunderbar. Mira, mach's jetzt. Das ist jetzt so ungefähr ein halber Liter frische Ziegenmilch, was ganz wunderbar, kostbares Ziegenmilch. So wählerisch wie die Ziegen beim Fressen sind. Nur das Feinste, nur die Blätter, nur die Blüten, nur die Kräuter. Am liebsten nur die Blätter von den Bäumen, die Rinden. So gut ist die Milch für uns, für unseren Organismus. Es gibt auch viele Menschen, die keine Kuhmilch vertragen, die Ziegenmilch gut vertragen. Ziegenmilch nimmt auch leicht Gerüche an. So wie sie Gerüche leicht annimmt aus dem Stall, nimmt sie auch schlechte Gerüche aus unserem Organismus an und wir scheiden die aus. Also Ziegenmilch, was Wunderbares. Das ist einfach jeden, besonders am Abend, jeden Abend wunderbar, wenn die Tiere so zufrieden sind, wenn sie zufrieden kauen, wenn sie zufrieden in ihrem Stall sind und wenn der Tag in Frieden zu Ende geht. Und es ist eigentlich ein unglaubliches Glück, mit den Tieren gemeinsam den Tag zu beschließen. Ich habe mir immer überlegt, nein, eigentlich ist es keine Frage für mich, dass Weihnachten nicht in einem Königssaal und nicht in einem Prunksaal stattgefunden hat, sondern im Stall bei den Tieren.